er eine Niederlage hinnimmt. Es wird Ärger geben. Gerade das will ich vermeiden. Ich habe eine Idee. Es gibt noch eine Möglichkeit. Mein Bruder ist Colonel in Fort Bridge in der Armee. Die können uns vielleicht helfen. Das kann gefährlich sein. Die können auch mal was für uns tun. Kommst du mit? Ja. Eigentlich war deine Mutti auch mit dabei, aber jetzt haben wir gesagt, klar, komm mit dem Pflegedienst, dass ich baden tue. Ah. Und war die auch mit, die war auch mit involviert. Oh! Ja. Ich habe extra auf Arbeit meine Kollegin eingestiftet, dass sie mir was zum Foltern mitbringt. Ey, ich dachte, und das war nett von dir, Molly. Ja, finde ich gut. Hast du nette Kollegen? Ich dachte, dass ihr wegen hier seid, das war ein Zufall. Das war alles abgegossen zu machen. Alles abgesprochen. Wir haben sogar Wiener mitgebracht und Molly von Kartoffelsalat gemacht. Das ist ja voll mal Aschenschiebe füllen. Ey! Ich finde was. Na, Mensch. Na, dann komm. Jetzt ist es zu spät, da habe ich nicht vorgedrückt. Das war es aber jetzt. Nein. Na, jetzt war es auch ein bisschen. Eigentlich sollte es da drinnen losgehen, aber. Aber müsst ihr euch erstmal küssen. Also ich weiß auch nicht, wer das angefangen hat. Ja. So, also um unsere Hochzeitsreise zu planen und durchzuführen, ja, brauchen wir erstmal ein Flugzeug, um da hinzukommen. Gibt es irgendwie ein gewisses Land, wo ihr gerne hin wollt? Seychellen, Malediven, Karibik. Also einmal in die Karibik und auf eure Kosten kommt ihr alle mit, okay? Aber wie gesagt, so einfach ist das nicht, denn wir müssen mit einem Flugzeug dahin reisen und da müssen wir unser Flugzeug, Hochzeitsflugzeug, irgendwie selbst zusammenbasteln. Und ihr zwei Hübschen dürft die Freiwilligen dazu bestimmen. Oh je, oh je. Wir machen es doch ein. Oh, der Hund.
Ja, klar, ein Stein! Er soll die Scheiße wieder wegmachen! Na, ja! Was denkst du? Ja! Und Onkel Gossen, du bist natürlich mit dabei, ja? Naja, das war Zufall, dass der hier war. So leere Kiste, Scheiße! Ganz toll macht ihr das! Euer Gewecker! Es bin da! Jetzt, los! Jawoll! Warte, ich komm ein. Naja, hätten wir gleich Licht angemacht, ja. Na. So, ein Mist. Wir haben so ordentlich auf alle. Nicht ich, nicht. Oh, oh je. Ja. Laut! Und nochmal. Das muss sich lohnen! Oh, ihr Bagage! Das muss sich lohnen! Jawohl! So, dann machen wir euch dann Tüten fertig, nehmt euer Mist wieder mit, hä? Haha, klopft doch hoch noch, du, hä? Los! Das ist doch schön, was ich getan habe. Sogar ein Gegassen ist mitgekommen! Na, einmal frei macht das. Okay. Jetzt aber doch hier bleiben. Dann seid ihr morgen früh noch nicht fertig. Ja. Meint ihr jetzt wohl bei euch? Ja, la. Ich hab meine Zähne richtig zu schauen. Das Bandnicke bei oben ist kleiner. Bitte, ja. Mehr
Genau. Blamiert euch, blamiert euch, blamiert euch! Oh, ihr lebt noch, Mama! Ja, ja doch! Ist euch schön warm! Ich hätte aber eigentlich mehr Querfahrt schon mal machen müssen, wenn sie ihn kennen. Da seid, dass ihr uns durch diesen Tag heute begleitet, der hoffentlich wirklich schöner wird und der für uns sehr wichtig ist. Und in dem Sinne erstmal zum Kaffee trinken, sieht ganz nach Kaffee aus, zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Alle wichtigen Leute für uns da. Ein Teil kommt noch, kommt später, das ist ein Teil der in Reinsdorf erst seit 5 Jahren für mich so richtig wichtig geworden ist. Aber angefangen, ich muss ihn als ersten nennen, tut mir leid, von meinem Chef. Ja, er und sein Chef. Na, schleicht da und schon raus. Ich bin raus. Nur das macht 1 Euro die Stunde, das muss ich machen. Über Verwandtschaft, Tanten, Cousin, über Eltern, Schwiegereltern. Einfach klasse. Wie gesagt, ich danke euch, dass ihr hier seid. Ich wünsche uns allen einen richtig schönen Abend. Lasst es ordentlich krachen. Und wir fangen jetzt an mit dem Essen. Durch den Abend begleiten wird uns unser DJ. DJ Uwe. Heute extra für uns hier angetreten. Dankeschön. Und jetzt erstmal guten Hunger, guten Durst. Und nachher einfach nur eine geile Feier. Also das ist eure Aufgabe an den heutigen Abend, das könnt ihr ruhig immer mal wieder machen. So, jetzt kommen wir zu dem... Genau. Was ist eine Runde rund? Also Runde rund klingeln, achso. Kriegen wir noch hin heute, bestimmt. So, ich habe mir sagen lassen, dass es hier heute 1,250 Geburtstagskinder gibt? Nein, nur 3 Stück. Und die lassen wir natürlich hier mit hochleben. Und da müsst ihr natürlich, liebe Gäste, alle mitsingen. Wir fangen einfach mal an mit der Tanja, die Leni und der Kai. Wir singen für Tanja zuerst. Los geht's. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Liebe Tanja, happy birthday to you. So, als nächstes ist die Lady dran. Aufstehen. Aufstehen schon. Happy birthday to you. Für die Lady. Happy birthday, liebe Lady. Der Kai, Kai, bitte aufstehen! Du für mich! Geburtstagskinder müssten jetzt einmal alle nach vorne kommen. Also einfach kommt ihr wohl nicht davon. Einfach mal kurz nach vorne kommen. Alle Geburtstagskinder. Kai, komm nach vorne. Tanja, Leni. Es gibt was umsonst. Das könnt ihr euch abholen. So, für die Geburtstagskinder gibt es natürlich auch kleine Geschenke.
Aber liebe Geburtstagskinder, ihr habt heute auch noch eine Aufgabe, ne? Ihr dürft heute die Hälfte der Rechnung bezahlen, das wisst ihr. Die Geburtstagskinder. Thank you.
und alle. Was geht lauter? Und noch lauter. Und wir fliegen. Flugzeug, wir fliegen. Nein. So einfach geht das nicht. Stopp. Du musst das natürlich nicht mit den Händen machen, sondern mit dem Mund. Mit den Zähnen. Also, viele Mitspielenden. Jetzt ärgern sich alle anderen, dass sie nicht mal gefunden haben. Ja. So für dich natürlich bitte. Das Trumpfband gehört ab sofort hier. Du darfst es entfernen. Los geht's. Lässt sich auffallen, viel Zeit. Was doch nur Schrumpf, dann nicht noch mehr, oder? Artes, Riesenapplaus!
Ende, wie es angefangen hat, endet es auch. Aber ich habe noch einen Musikwunsch. Und zwar hast du dir noch was gewünscht im Schmusen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du das mit den drei Damen machst hier. Bitte schön, den Gewinn kriegst du mit. Ihr Wissen.